Du bist uns alles wert. Denn von dir und durch dich und für dich ist alles. Dir gebührt die Ehre. Sprache, in einer neuen Sprache, in neuen Klängen, neuen Lauten. Öffne den Mund und bete den Herrn an.
Gottes Lamm. Mit deinem Feuer, Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer, erfülle uns, komm mit deiner Kraft, wir bitten dich. Komm mit deinem Feuer, Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, wir bitten an. Empfange jetzt vom Herrn. Lass dich füllen von ihm. Er gießt seine Herrlichkeit aus. Jesus.
Wir beten den Herrn an. O Rab Jesua, wir beten dich an, Herr. Beten dich an, Herr. Halleluja. Deine Liebe. Danke, Geist Gottes. Let the church cry out, open the heavens.
darkness shining. Glorious, let the church cry out. Open the heavens with your power. We want to see you lifted high. Breaking the darkness shining. Glorious, let the church cry out. Open the heavens with your power. We want to see you lifted high. Es ist so wichtig, dass wir gemeinsam den Herrn anbieten und gemeinsam dafür sind, dass er den Himmel öffnet. Er braucht jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen hat er was gegeben. Gib ihm das zurück als Opfer. Gib ihm das. Church cry out, open the heavens with your power. We want to see you lifted high, breaking the darkness, shining glory. Let the church cry out, open the heavens with your power. Church cry out, open the heavens with your power. We want to see you lifted high, breaking the darkness, shining. Hallelujah, Jesus. Let the church cry out, open the heavens with your power. We want to see you lifted high. Halleluja, wir wollen noch Raum geben, Halleluja, wir wollen noch Raum geben, wenn es einen prophetischen Eindruck gab, wenn es ein Bild gab von Gott, einen Eindruck gab, dass der Herr was sprechen möchte, wenn du ein Wort vom Herrn hast, bitte komm hier nach vorne, wir haben ein Funkmikro für dich, auch wenn du im Livestream bist, wir haben momentan hier keine Verbindung, also ich habe sie nicht, aber du kannst mich sehen,
Aber ihr schreibt's rein und wir werden's draußen schauen, ob was kommt. Aber wenn du live hier bist und du hast den Eindruck, sprechen vom Herrn, dann mach deinen Mund auf und ein Wort der Erkenntnis, was immer der Herr dir geben will. Der Herr hat mir gezeigt, dass er irgendein linkes Ohr heilen will. Ich weiß aber nicht von wem. Ein linkes Ohr. Ein linkes Ohr. Wer? Nein, wer hat denn? Wer hat Probleme am linken Ohr? Ist jemand da? Ich glaube, die Judith. Der Georg ist hier. Die Judith Kunda. Ich weiß nicht, ob es das rechte oder das linke Ohr. Gut, holt die Judith auch rein. Dankeschön. Aber hier ist linke. Das rechte. Ja. Halleluja, gut, bete trotzdem. Es ist der Glaube, der es macht. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Heilung. Gibt es noch weitere Eindrücke, Worte der Kette, prophetische Worte? Ich habe heute den Eindruck gekriegt, dass alle gesalbt werden müssen und von Heilung befreit werden Amen. Müssen. Oder sind. Ja, Amen. Dafür ist Jesus für alle gestorben, damit alle frei werden. Wenn jemand eine Zungenrede hat, wenn jemand was anderes hat vom Herrn, einen Eindruck, bitte komm zum Mikrofon. Ich habe den Eindruck, dass der Herr jemanden von Kopfschmerzen heilt. Der heute oder so Kopfschmerzen hat. Ist jemand da, der Kopfschmerzen hat? Kopfschmerzen? Hat irgendjemand Kopfschmerzen heute? Es könnte auch jemand im Internet sein. Dann empfange deine Heilung. Und ich glaube, dass der Herr jemanden heilen will von Reflux. Wer da irgendwo ein Problem hat, Sodbrennen und Reflux. Ist da jemand da? Komm her. Komm wieder zu. Kannst du glauben, dass du heute frei bist davon? Ja. Sag Jesus, ich empfange heute meine Heilung. Jesus, ich empfange heute meine Heilung. Frei davon? Frei davon. Frei vom Reflux? Frei von Reflux. Jesu Namen, empfang die Heilung, empfang die Heilung, empfang, Feuer, empfang die Heilung, empfang sie in Jesu Christi Namen. Danke, hast du einen Reflux, das hochsteigt? Das. Aber hast du das regelmäßig? Ist das ein Problem bei dir oder im Moment nicht? Gut, dann komm her. Glaubst du, dass Jesus dich davon jetzt heilen kann? Ja. Sag ich, empfange von dir, Jesus. Empfange von dir, Jesus. Völlige Heilung. Völlige Heilung. Vom Reflux. Vom Reflux. In Jesu Namen. Sei geheilt, sei geheilt. Amen.
kein Zungenbrennen mehr, hat er gesagt. In Jesu Namen, so bleibt's. Amen. Die Botschaft gehört vom 10. und ich muss sagen, es ist ganz, ganz was Wichtiges und ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, seit ich begonnen habe, ganz intensiv haben sich meine Finanzen total erledigt, ganz Amen. Erledigt. Ich kann nicht die positiven Finanzen, sondern die Finanzprobleme. Die Finanzprobleme sind weg. Amen. Georg, darf ich dich dazu bitten? Yasser, darf ich dich auch dazu bitten? Markus, möchtest du auch kommen? Du kannst auch auf Arabisch dem Herrn danken für Brot und Wein. Ja, kommst du dazu? Gut, ja. Wir machen es dann, oder? Kommst du zu mir, ja. Amen. Genau, na, du bleibst hier. Danke, Vater. Wir danken dir für Brot und Wein. Wir danken dir für das Opfer von Jesus. Wir danken dir, dass wir teilhaben dürfen an dir selbst, Herr. Nicht nur an einem Symbol, sondern an dir selbst. Wir empfangen dich jetzt. Wir empfangen dich. Wir empfangen deine Kraft. Amen. Shukran, Yeshua. Shukran ala al-Iman ladhi arsaltuhu ala qulubana. Shukran laka li'annaka mawjud fi kulli makan fi qulubana fi abad al-zaman. Shukran ala al-Iman. Danke, Jesus, dass wir jetzt durch dein Blut teilhaben dürfen an deinem neuen Bund und dass wir ja an deinem einen Teil deines Leibes werden dürfen, in dir, in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit, im Hier und Jetzt. Du bist der Gott des Jetzt. Ich bin der, ich bin. Und zwar jetzt hier. Danke, Jesus. Oh Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich verfügbar gemacht hast. Du hast dich verfügbar gemacht. Du hast dich klein gemacht. Du hast dich verzehrbar gemacht. Wir dürfen dich trinken. Wir dürfen dich genießen. Wir dürfen dich essen. Dein Fleisch zerkauen. Du hast dich uns hingegeben und dich dargereicht, uns zum Leben, uns zur Versorgung. Und du hast uns hineinberufen in die Gemeinschaft mit deinem Sohn, mit dir selbst, in die Gemeinschaft mit dir selbst. Du hast dich uns hingerufen, mit dir Beziehung zu haben. Du hast uns auserwählt als deine Erweiterung. O Herr Jesus, wir danken dir. Wir loben dich, wir preisen dich. Wir nehmen dieses Abendmahl heute als Ehre, um daran zu denken, was du für uns getan hast. O Herr Jesus, oh Herr Jesus, ich danke dir. Amen. Amen. Halleluja. Thank you.
Brot und Kelch sind ausgebreit, Herr, auf deine Liebe dich. Nimm wir diese Zeichen sind, wie mein Vater, der mich liebt, hast mir alles Gute gegeben.
Du bist mein Vater, der mich liebt. Und all meiner Not begegnet. Du bist mein Vater, der mich liebt. Der mich beschützt mein Leben lang. Du bist mein Vater, der dein Kind und vertraue dir. Dein Wille ist die Liebe. Dein Wille. Wir kommen zur Liebesgabe und die Liebesgabe, da klingt ja noch die Botschaft nach, dass der Herr einen großzügigen Geber liebt. Warum liebt ein großzügigen Geber? Weil er selber so großzügig ist und weil er sich mit diesem Menschen so verbinden kann im Segen. Wenn du gesegnet wurdest, wenn du sagst, ich möchte in diese Salbung, ich möchte in diesen Aufbruch, der hier gerade geschieht im Geist, sehen, ich möchte diese Botschaft, auf diese Botschaft reagieren heute, dann lade ich dich ein, großzügig zu säen. Denn es, also, wenn du nichts gibst, multipliziert sich so schlecht. Ich weiß, wenn der Herr dir sagt, gib nichts, dann bitte gib nichts. Du sollst dem Herrn mehr gehorchen als irgendwas anderem. Aber wenn der Herr dich leitet, dann du nur etwas Kleines geben kannst, aber es im Glauben tust, wird es der Herr mächtig vermehren. Amen. Und wenn du ein Zuschauer bist, und du schon lange gesegnet bist durch unseren Livestream, aber du hast noch nie was gegeben, lade ich dich ein, heute mal etwas im Glauben zu sehen, um diese Botschaft zu besiegeln. Wenn du einer bist, so wie die Elfi, die sonst immer am anderen Seite der Kamera ist, also im Internet da ist, aber heute ist sie live da. Elfi, bist du da? Komm her. Dass wir ganz kurz sehen, der Beweis, das Beweisfoto. Nicht, dass sie zu schnell gefahren ist, sondern dass sie wirklich heute unter uns ist. Elfi, das ist wunderbar. Du kannst so selten da sein. Mich, wenn ich da bin. Es ist nie zu umsonst. Amen. Aber du bist jemand, der auch, wenn es keiner merkt, wenn man sich gut verstecken kann hinterm Internet, du sagst, nein, ich will es mir trotzdem was kosten lassen. Hast du erlebt, dass es Sehen belohnt wird? Ja, absolut. Amen. Preis dem Herrn. Sei weiter gesegnet. Amen. Danke, Jesus. Genau, gib mir ganz kurze Vorrede. Also, die aber eine Minute nur. Eine Minute und 10 Sekunden oder 15 Sekunden zum Landen. Ihr wisst es ja, beim zweiten Ton ist. Ich weiß, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir haben, wie beim guten Essen, es gibt eine Vorspeise, eine Hauptspeise und noch ein bisschen Nachtisch. Es gibt noch einen kurzen Nachtisch. Und der muss wirklich kurz und knackig sein. Aber wir haben so ein gewisses Andachtsbuch. Wir sind gerade im Kristallisationsstudium des zweiten Buches Mose. Oh, danke. Wenn da draußen noch jemand ist, der was geben möchte, gebt es einfach noch weiter. Wir sagen einfach in Jesu Namen, Vervielfältigung, Vermehrung, Segen, Überfluss.
zu jedem Geber in Jesu Namen. Amen. Gut, vielleicht nimmst du doch die meisten von uns gerade noch ins Bild. Bisschen noch rüber, danke. Bisschen noch, danke. Ja, wir sind im zweiten Buch Mose und wir haben ganz kurze Vorrede und danach starten wir wirklich knackig. Das zweite Buch Mose ist phänomenal. Vielleicht eines der gewaltigsten Offenbarungskracher im ganzen Alten Testament. Nichts im Alten Testament veranschaulicht unsere Erlösung und den ganzen Prozess hinein in Gottes Plan, so wie das zweite Buch Mose. Und ganz besonders gewaltig ist die Berufung von Mose. Es ist der ausführlichste Berufungsbericht in der ganzen Bibel. Und diese Berufung ist aus vieler Hinsicht so interessant, aber das, was uns immer so bewusst wird, ist, es ist in einem brennenden Dornbusch geschehen. Und in der Vergangenheit halt dachten wir, das waren Zeichen, wie Gott auf sich aufmerksam gemacht hat, war halt ein brennender Dornbusch. Ich weiß nicht, was du darüber dachtest. Vielleicht dachtest du, er hätte auch irgendwie einen anderen Feuerzauber machen können, er hätte irgendwie ein Feuerwerk abschießen können, er hätte irgendwas machen können, er hätte es regnen lassen können in der Wüste. Es war ein Hallo wach, es war ein Aufmerksamkeitszeichen, aber nicht. Ich bin so dankbar, dass Apostel Witness Lee es verstanden hat, 2. Mose Kapitel 3 zusammen in eins zu setzen mit 1. Mose Kapitel 3, mit dem Sündenfall, wo die Dornen als Zeichen des Fluchs genannt sind. Der brennende Dornbusch ist der verfluchte Mensch ohne Gott, der Mensch aus eigener Kraft, der Mensch, wie es Mose war. Aber das Wunderbare und Erstaunliche ist, dass Gott in diesem Dornbusch brennen will, ja nicht nur brennen will, er will nach 5. Mose 33 im Dornbusch wohnen. Wo gibt es sowas? Dornbusch ist das schlimmste Holz, was kann man mit einem Dornbusch anfangen? Es piekst, es ist ein total hässlicher, schiercher Buschen halt, Strauch. Was will man mit sowas anfangen? Und Gott sagt, du magst so hässlich sein wie dieser Dornbusch. Du magst so viele Dornen haben. Und jeder von uns, ich glaube, wenn wir mal näher betrachten, hat Dornen. Das erlebt man in der Ehe, das erlebt man im Miteinander. Wir sind ganz schön, wir können pieksen, wir können einander verletzen. Wir sind so ein Dornbusch. Aber Gott erweist sich als der, der im Dornbusch wohnen will. Und er hat sogar die Dornen als Krone sich flechten lassen, um uns wie eine Krone, wie ein Würdezeichen zu tragen. Er hat die verfluchte Menschheit auf sich genommen, als er uns ans Kreuz getragen hat. Aber das Wunderbare an diesem Feuer ist, er brennt in diesem Dornbusch, aber er verbrennt nicht. Und was es bedeutet, werden wir gleich mitteilen, warum, was es bedeutet, dass er in diesem Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. Aber das Tolle ist auch, dass während alle Geschichten im ersten Buch Mose individuell waren, Abraham, Isaac, Jakob, sie haben individuelle Erlebnisse mit Gott, geht es im zweiten Buch Mose um das Korporative. Alles, was sie erleben, erleben sie gemeinsam als ein Volk. Sie gehen als Volk aus Ägypten raus, sie gehen als Volk durchs Rote Meer, sie gehen als Volk durch die Wüste, erleben das Manna, erleben das Wasser vom Felsen, gehen die Stiftshütte hinein. Sie sind ein korporativer Dornbusch. Das ganze Volk ist ein Dornbusch. Versinnbildlich durch die Feuerfackel, die in die Wüstennacht hochscheint und inmitten des Lagers von Israel brennt dieser Gott in dem Dornbusch. Und viele Zeit später, an Pfingsten, fällt nochmal das Feuer auf den Dornbusch. Dort sind wieder Menschen wie du und ich versammelt und das Feuer des Geistes fällt. Und wieder brennt Gott im Dornbusch, in der verfluchten Menschheit, die er löst. Ich finde das so großartig, auch wenn es schon spät ist. Ich finde, wenn die Feste gut sind, dann hängt noch ein bisschen was dran. Wir werden jetzt einfach noch, und alle Gäste können noch ein kurzes Zeugnis nachschieben, wir werden jetzt einfach Zug auf Zug, ganz kurz und ganz prägnant, unseren Genuss mitteilen von 2. Mose und diesen Begebenheiten. Okay? Auf die Plätze, fertig. Los! Das Wunderbare an 2. Mose ist nicht nur das Zeichen des Dornbusches, sondern dass es sogar noch 3 weitere Zeichen gibt. Das erste Zeichen, was mich so berührt hat, ist die Schlange. Was hast du in deiner Hand? Er hat einen Stab in seiner Hand. Einen Stab, um Tiere wegzuscheuchen. Einen Stab, um sich drauf zu stützen. Es ist alles, auf was wir uns verlassen. Es kann unser Beruf sein, unser Einkommen, unsere Ehe, unser Titel, unser Wissen, unser Know-how. Alles, auf was wir uns verlassen, wenn Gott nicht drin ist. Wenn wir es durchschauen, steckt die Schlange drin, steckt Satan drin. Und es wird offenbar, wenn wir es zu Boden werfen. Und dann sagt er, nimm die Schlange am Schwanz. Jeder Schlangenkenner weiß, das ist verrückt, das ist fast Selbstmord, die Schlange kann mich beißen.
Aber wenn wir anders mit den Dingen verfahren, auf die wir uns stützen, anders als die Weltmenschen, dann werden wir die Dinge, dann werden wir unser Geld, unseren Beruf, unser Prestige, unser Einkommen, unseren Besitz nicht mehr gebrauchen wie die Welt. Wir werden die Schlange verkehrt rum anpacken. Wir werden diese Dinge, auf die wir uns gestützt haben, verkehrt rum anpacken. Und dann werden sie zum neuen Stütze werden, auf die sich Mose stützen kann und mit der er Wunder wirken kann. Und das ist das erste Zeichen, mit dem er sich bestätigt. Der Stab wird zur Schlange. Wenn wir es auf der verkehrt rum packen, wird es zum neuen Stab, zum Stab von Moses und zum Stab Gottes. Halleluja. Amen. Ich will da auch anknüpfen an die eigene Kraft, die natürliche Kraft, die menschliche Kraft. Und gut, ich komme da nochmal ein bisschen zurück auf eigentlich die ersten Tage, wo Gott Mose reduziert hat, den alten Menschen getötet hat. Genau, und das ist, was ich eigentlich die ganzen letzten Berufsjahre durchgemacht hat, wo Gott mich in Situationen geführt hat, ja, wo du nichts machen konntest, du konntest nur verzweifeln und du konntest nicht auf deine Fähigkeiten vertrauen, die du gelernt hast im Studium oder sonst was. Und genau, wo mich Gott da wirklich hineingepresst hat und ich es oft genug wahrscheinlich nicht verstanden habe, aber wo ich in meiner Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, das Alte musste beschnitten werden, gekreuzigt werden, und wo er mich gelernt hat, mich nur noch auf Gott zu werfen und in den geistlichen Kampf zu gehen. Amen. Amen. Wir alle sind ja zu was berufen. Jeder hat eine andere Berufung, aber in erster Linie ist unsere Berufung die Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn. Und im Tag 6 steht ja was Schönes drin über die Berufung. Jeder sollte, also ein Berufener muss bereit sein, sich beschneiden zu lassen. Was muss er beschneiden lassen? Er muss sein natürliches Leben beschneiden lassen. Und von wem wird es beschnitten? Vom Herrn, ganz klar. Wenn wir uns nicht beschneiden lassen, dann sind wir nicht bereit, den Weg Gottes zu gehen. Dann sind wir nicht bereit, seinen ewigen Vorsatz zu erfüllen. Wenn wir etwas auf eigene Faust machen, machen wir es nicht in der Gemeinschaft Christi, sondern in der Gemeinschaft des Teufels. Und das muss mal gesagt sein. Amen. Ich möchte gleich weitermachen bei den Zeichen, die Gott dem Mose gegeben hat. Das hat mich derartig begeistert. Es waren nämlich 3 Zeichen. Das erste Zeichen war dieser Stab, der zur Schlange wird. Und das zweite war das Bild für das Fleisch. Sie ist wunderbar beschrieben, die Hand in den Gewandbauch gesteckt hat und voll aussatz wurde. Also es wird damit gezeigt, das Fleisch ist derartig ein sündiges Aus, es ist wie Aussatz. Unser Fleisch vom Natürlichen wäre wie Aussatz und Aussatz ist tödlich. Früher wurden die Aussätzigen ausgesondert, abgesondert. Und das ist das zweite Zeichen gewesen, das Gott gezeigt hat, wie unser sündiges Fleisch nur durch Errettung frei werden kann von der Sünde durch Jesus. Aber das dritte Zeichen war das Wasser des Nils, das rot geworden ist. Und warum ist das Wasser des Nils ein Lebensversorger, war das für die Ägypter, Bild für die Welt? Es war der Lebensversorger, wenn es kein Wasser gehabt hätten, weil es Blut drinnen war, wären es verdurstet. Und was hat mich der Herr heute erinnert, wie ich das nochmal gelesen habe, was hat Jesus als erstes Wunder gemacht? Er hat das Wasser in die Krüge gefüllt und daraus wurde Wein. Das erste Wunder, das Jesus gezeigt hat, war, er wollte das Wasser des Lebens in den Wein austeilen. Wein ist das Bild für Leben. Er wurde zum Leben gebenden Wein für uns. Amen. Ja, auf dem Weg in die eigene Berufung, ein Diener Gottes zu werden, trifft man auf die Vorkehrungen des Herrn, auf seine Schule, auf seine Ausbildung. Man trifft darauf, dass er sie offenbart, dass er einem sagt, man kriegt eine Vision. Jeder von uns, der sie ausstreckt, kriegt eine Vision von ihm. Man erkennt die Offenbarung über sein Wesen. Man kriegt den Vorsatz über die Berufung Gottes erklärt von ihm selbst. Und man weiß,
am Ende von vielen Erfahrungen, wie man mit Satan der Welt und seinem eigenen Fleisch umzugehen hat. An dem Beispiel des Stabes habe ich das also sehr deutlich erkannt diese Woche. Ich konnte mir das vorher gar nicht zusammenräumen, was damit gemeint ist, aber es hat mich wirklich betroffen gemacht. Alles, worauf ich mich selber auf meine eigene Kraft verlasse, worauf ich mich stütze, was nicht von Gott ist, gehört weg. Ja. Und im Gegenteil, umgekehrt verwandelt er es. Und wenn er es aus seiner Hand gibt, dann ist es ein Segen. Und wenn wir dann noch letztendlich die Erfahrung einer Beschneidung machen, eine objektive und eine subjektive, das heißt also in kooperativ, objektiv eine Beschneidung erfahren und subjektiv in uns, dann sind wir in der Weise ausgerüstet, dass wir ein Diener Gottes sein können. Und der letzte Satz: Ich bin dann ein Diener Gottes, wenn andere erkennen, dass ich beschnitten wurde und nicht, wenn ich es laut hinaus posaunen muss. Amen. Mir hat ganz besonders bewegt diese Woche ein Satz in Tag 5 der Gliederung: Alles, worauf wir uns getrennt von Gott verlassen, ist ein Versteck für die Schlange. Das bringt uns zum Nachdenken, weil wir verlassen uns so gerne auf so vieles, was wir gelernt haben, was wir glauben zu können. Auf so vieles, wo wir glauben, wir haben der Sache her. Aber das Wort Gottes sagt uns ganz was anderes. Diese Dinge haben ein Versteck für die Schlange, weil Stolz und andere Dinge dann einfach groß werden in uns. Aber das Wort Gottes sagt uns auch noch was anderes, und das ist die hoffnungsgebende Botschaft. Im Lukas lesen wir im Vers, wenn ich es finde, sage ich es euch, wir haben die Vollmacht, auf Schlangen zu treten. Wir haben die Vollmacht mit dem Herrn, mit der Vollmacht vom Herrn ausgestattet worden, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und es wird uns nicht schaden. Also wir haben es in der Hand, selber in der Hand, mit dem Herrn zusammen, diese Umstände zu eliminieren in uns. Und ich danke euch, Geschwister, dass wir immer wieder diesen Spiegel vorgehalten bekommen, um vorsichtig zu werden. Ich möchte jetzt anschließen, um auf Schlangen zu treten und so weiter. Da habe ich vor vielen Jahren einmal einen Anruf bekommen von einer Schwester, die im Krankenhaus war und eine Blutwäsche gebraucht hat und so weiter. Und sie hat so viel Angst gehabt mit einem anderen Blut. Und da konnte ich ihr schon sagen: Wir haben das Wort vom Herrn, wenn wir schon auf Schlangen treten können, wird uns nichts geschehen. Und dann hat es auch geschehen lassen, dass diese Blutwäsche gemacht worden ist, und sie ist heute noch eine flotte Frau. Aber besonders hat mich auch berührt, wie Mose von Gott aus dem Dornbusch berufen worden ist. Und Gott musste sich ja sehr deutlich machen und hat ihm gesagt, was er von ihm möchte, dass er das Volk Israel rausholen soll. Und er hat sich so gewehrt. Mose hat sich so gewehrt und hat zum Schluss hat dann Gott gesagt: Also gut, wenn dein Mund schon nicht reden kann, dann gebe ich dir den Aaron. Und der Aaron wird für dich sprechen. Und ich bin dein Mund, und Aaron soll erkennen, dass du sein Gott bist. Und so dürfen wir das auch bei der Evangelisation sehen, wenn wir evangelisieren und mit Menschen sprechen, dass da auch Gott aus uns spricht. Halleluja, der Herr muss aus uns sprechen. Eine Person, die von Gott berufen ist, muss wissen, wie man mit Satan, mit dem Fleisch und mit der Welt abrechnet. Stark, oder? Also das ist wirklich ein sehr krasser Satz. Aber was wir vorher tun müssen, ist uns selbst zu beschneiden. Oder wir müssen den Herrn lassen, uns zu beschneiden. Also der Herr muss uns beschneiden. Wir müssen uns selber verleugnen, müssen unser eigenes Ich ablegen und Christus ganz aufnehmen. Damit wir zu dieser Stelle kommen, wo wir wirklich gegen den Satan kämpfen können und das Fleisch und so weiter, wo wir abrechnen können. Genau. Amen. Ja, genau, wir müssen erstmal beschnitten werden, so wie Mose beschnitten worden ist, und wie er dann in die Wüste gegangen ist, wie er die Wüste überschritten hat, weil er unzufrieden war, ist ihm Gott begegnet. Und was mir da so gefallen hat, diese zwei Vorsätze, die
die Gott, warum Gott Mose die Berufung gegeben hat. Der eine war, ihn aus der Tyrannei, aus der Knechtschaft der Ägypter zu befreien, und der andere war, ihn in ein gutes Land zu bringen. Und es, so ist es auch bei uns: erstmal beschnitten werden, dann aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft, aus den Ketten des Satans befreit und in das gute Land. In das gute Land, das Christus ist. Und das ist auch nicht nur wir machen das durch, sondern das ist auch unsere Aufgabe, unsere Berufung. Und das gute Land, das ist das Land, wo Milch und Honig wächst, das ist der Reichtum Christi. Amen. In der Tag 4 Gliederung steht, der Name Ich Bin weist darauf hin, dass Gott, Christus, die Wirklichkeit jeder positiven Sache ist. Und hier stehen die Johannes, in Johannes Evangelium und Kolosser steht, Jesus sagt, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Ich bin das Brot des Lebens und das lebendiges Wasser. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die wahre Weinstock und ich bin die Wirklichkeit. Das sind die Reichtümer Christi. Amen. Halleluja. Die Wirklichkeit, das war der zweite Vorsatz, im Positiven gesehen, Gott wollte sein Volk in dieses Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Das ist ein Bild für Christus, und Christus fließt über von allen Gaben, und sowohl Milch als auch Honig sind, werden von Tieren erzeugt, Kuh und Biene, und von pflanzlichen Teilen Blumen, Staub, Blütenstaub und Gras. Und das Tier steht immer für das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, und das Pflanzenleben für die Fülle des Lebens. Und mir persönlich hat einfach am meisten getroffen auch das mit der Schlange, mit dem Versteck für die Schlange, weil ich verstecke mich manchmal hinter Ausreden. Und das muss auch verbrennen. Amen. Halleluja. Was mich so fasziniert, ist, was Gott in Mose hineingelegt hat. Als Mose sein Volk gesehen hat, wie es geknechtet wurde, er hat es zwar noch auf fleischliche Weise versucht, aber sein Herz schlug dafür, dass sein Volk befreit wird. Und das war in Mose drin, das hat Gott in Mose hineingelegt. Und es war noch auf die fleischliche Art, aber Gott hat Mose behandelt, und diese Herzenshaltung sehen wir auch weiter beim Auszug aus Ägypten. Mose hat sich vor Gott gestellt, damit das Volk nicht umkäme. Und das Ziel der Berufung ist, so zu sein wie Mose, nicht ohne mein Volk. Nein, nicht Mose, du ziehst, du gehst für uns vor Gott, Aaron, ja, geh du hin, nein, kämpfe du für mich, nein, sondern die Berufung ist, das ganze Volk, die ganze Gemeinde mitzunehmen, dass das Volk mit dabei ist, dass das Volk mit dabei ist im Kampf, dass das Volk mit dabei ist im Lobpreis. Das ist unsere Berufung. Mir hat am Tag 6 die Sätze gefallen, und zwar: Wir müssen die Vision des brennenden Dornbusch sehen. Der dreieine Gott brennt in uns und auf seinen Erlösten. Das Feuer Gottes brennt in uns, und das wird in uns brennen, in jedem von uns. So brennen, dass es übergeht, dass die Flamme übergeht zu den anderen. Und da müssen wir wissen, wer Gott ist und was Gott ist. Wer Gott ist, der von sich selber sagt, ich bin, der ich bin, der ewig ist, der uns als seine Meisterstücke geschaffen hat und in unser Herz seine Liebe gelegt hat, das müssen wir erkennen, das müssen wir erfahren. Und,
Und dann außerdem müssen wir den Teufel, das Fleisch und die Welt kennen, damit wir dagegen überhaupt kämpfen können. Wir müssen ja wissen, was das ist, und darum müssen wir dagegen kämpfen, und dann brauchen wir die Erfahrung der Beschneidung im natürlichen Leben. Das heißt, in allen Dingen, nicht mehr wie ich das will, sondern wie er das will, damit er uns überhaupt gebrauchen kann dann in diesem Leben. Damit man, damit der Vorsatz, den er hat, dass der erfüllt werden kann. Eine Person, die von Gott berufen ist, muss wissen, wie man mit Satan, mit dem Fleisch und mit der Welt abrechnet. Ich möchte, jetzt wie ich jetzt da gesessen bin und das gehört habe von Mose, denke ich an das erste Mal, als ich ihn Michael gesehen habe in Wien in einer Bundeskonferenz. Und mir wurde damals eine Offenbarung gegeben, dass Michael der Mose unsere Gemeinden sein soll. Und je öfter ich hier bin und seine Botschaft höre, sehe ich hinter allem, dass er uns als das Volk hinführen will durch die Wüste in das gelobte Land. Und ich danke Michael so für die Botschaft. Und der Herr hat dich so gesegnet. Und ich bete jeden Tag für euch und er wird dich weiter segnen. Für manche, die es nicht wissen, die Lydia ist die Tochter eines gewaltigen Mannes Gottes, eines Apostels, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Baptistengemeinde gegründet und aufgebaut hat und der an einem Sonntagnachmittag, das ist für mich immer noch unerreicht, wie viele Menschen getauft hat? Ich weiß nicht mehr genau. Aber es waren an die 100 Menschen an einem Sonntagnachmittag. Wir sind schon froh, dass wir 21 Taufen in 17 Tagen haben. Und ihr Vater hat an einem Nachmittag über 100 Menschen getauft. Das war noch eine andere Dimension von Erweckung. Danach strecken wir uns aus. Und das ist uns eine große Ehre, dass wir dich bei uns haben. Und du trägst einfach so das viel von deinem Vater in dir. Und du machst mir total Mut, auch deinem Vater nachzueifern. Amen. Amen. Schau ich mal, ob ich die Uschi anrufen kann. Kleinen Moment. Hallo Uschi? Geht es nicht hin? Okay, also das hat jetzt leider nicht geklappt. Schala? Schala hat am Herzen was zu weiterzugeben, was ihm am Herzen brennt. Vielleicht liest du es in Farsi und ich sag's auf Deutsch, ja? Sag den Vers in Persisch. Wir zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wir glaubet, wer nicht glaubt. Denn wird Gott Viertlein, die Glaubenden aber werden an Verlanden sein. Sie können so erkennen sind in meinen Namen werden sie gut. Die Glaubenden aber werden an folgende Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden, und Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Amen. Amen. Ja. Am allermeisten hat mich der Ich Bin beeindruckt. So stellt sich Gott vor, als der ewig Seiende,
als der einzig wirklich Existierende. Und wenn Gott nicht mehr existieren würde, würde das Universum sofort in sich zusammenbrechen. Am allermeisten hat mich damit beeindruckt, dass wir sogar erkennen müssen, dass nicht mal ich wirklich der einzig Seiende sein muss. Und manchmal wollen wir das ganz gern sein, aber Gott sagt, nein, ich bin. Ich bin. Vorhin haben wir gesungen, von dir, durch dich und zu dir hin sind alle Dinge geworden. Das ist der Seiende zum Ausdruck gebracht. Und als Mose sehr verwirrt fragt, was soll ich denn jetzt sagen, wer mich schickt, sagt er, ich bin, schickt mich, der ewig Seiende. Und dieser ewig Seiende hat beschlossen, in uns zu wohnen, in dem verfluchten Dornbusch. Das ist schon sehr beeindruckend. Herr, ich danke dir, du bist der ewig Seiende. Ich danke dir, dass deine Gegenwart uns erfüllt, dass deine Gegenwart uns verändert, dass deine Gegenwart ewig ist. Ich segne eure Woche, ich segne jede einzelne Stunde, ich segne euch damit, dass ihr den Ich Bin in eurem Herzen erkennt, ihm begegnet und diesen Ich Bin einen Weg gebt, sich selbst durch euch auszudrücken und euch nicht dabei auf euren Stab stützt, sondern wartet, bis Gott euch diesen Stab gibt. Ich segne eure Woche, habt einen guten Nachhauseweg, seid behütet und beschützt. Amen. Amen. Ganz wichtig noch, der eine Satz, als der Ich Bin ist Gott alles, was wir brauchen. Zu den Worten Ich Bin können wir alles hinzufügen, was wir brauchen mögen. Wir sollen den Namen Gottes nicht verunehren, darum füge nichts Negatives an die Worte Ich Bin. Sag niemals, ich bin krank, ich bin schwach, sag niemals, ich bin nichts, sag niemals diese Dinge. Wenn du so etwas an den Gottesnamen dranfügst, verunehrst du seinen Namen. Darum sag etwas, was seinen Namen ehrt. Sag, ich bin gesegnet, ich bin geliebt, ich bin bevollmächtigt und berufen, seine Werke zu tun. Das Universum erinnert sich an den primären Gottesnamen. Was immer du bekennst und an die Worte Ich Bin dranhängst, manifestiert sich in Wirklichkeit. Darum sprich an die Worte Ich Bin Wahrheit. Sag, ich bin der Gesegnete des Herrn. Ich bin mehr als ein Überwinder, durch den man mich geliebt hat. Ich bin gesegnet. Ich bin gesund und geheilt in seinen Wunden. Ich bin. Halleluja. Amen.